Vielleicht haben unsere Leute mal Lust auf einen Parma. Was haben wir hier denn noch zur Verfügung? Wir haben noch einen Brunnen. Nein, den haben wir schon. Oh, hier, so ein schönes Rathaus. Würde das hier noch hinpassen? Direkt an den Feldern? Das wäre natürlich auch cool, aber was genau... Okay, okay. Also Datenerfassung. Das wäre natürlich was, ne? Dann wäre das hier so unser kleines Hauptdorf mit den Lagern und so. Der dicke Bürgermeister kann sofort versorgt werden. Dann haben wir noch Hospital. Eine Kapelle. Obwohl, das ist ein kleines Dörfchen. Da würde natürlich so eine Kapelle auch hinpassen. Falls die Wikinger nicht kommen und es ausrauben. Die Wikings. Die Wikingers. Ach komm, das wird unser nächstes Projekt. So ein kleines Dörfchen. Da gehört doch auch so eine kleine Kirche mit hin, oder? Ja. So, hier. Das nächste große Projekt für uns. Die Kirche. Es geht auch eigentlich. 130 Steine ist eigentlich okay. Aber dann brauche ich natürlich auch einen. Ja, wir haben noch zwei über. Dann wird halt einer hier Pfarrer. Irgendwann müssen wir auch einen Friedhof bauen. Das ist halt nicht so cool. Das lässt sich ja leider nicht verhindern. Hier sind enorm Rohstoffe knüppeln, ne? Nee, das Falsche. Lassen wir mal hier einstellen. So. Dann fängt man an, die Kirche zu bauen. So eine kleine Dorfkapelle. Alles so schön grün hier. Hier sammelt sich auch alles. Aber so groß wie unsere Gemeinde auch ist, also wir haben wirklich viel Essen. Da könnten wir theoretisch auch noch ein paar Häuschen bauen. So hinter die Kapelle. Ja, einen können wir hier noch hinsetzen. Kriegt da auch so einen kleinen Stein an den Weg. Zack. Da. So. Was könnte man denn da hinbauen, dass das schick aussieht? Kleine. Ach, hier haben wir auch noch viel mehr, Mensch. Wir haben noch eine Taverne. Ich würde sagen, sowas bauen wir alles schön hier drüben. Man muss über die Brücke. Aber bestimmt brauche ich für den auch. Gibt's auch Wolle? Wir können Kühe. Jäger, Fisch. Wo brauchen wir eine Farm, damit wir diese Abwechslung haben? Jetzt ist die Frage, einen Friedhof bräuchten wir auch. Aber ich würde sagen, dass wir den Friedhof hier so in diesem Bereich vielleicht machen. Hier so eine Brücke rüber. Zack. Und dann ist hier ein Friedhof, also ein bisschen von den Bergen umschlossen. Das wäre vielleicht eine Idee. Weil... wir haben ja schon ein paar Leute, die ein bisschen älter geworden sind, ne? So in den 50ern. Ich meine, für die Zeit ist das schon phänomenal alt. Muss man ja einfach mal sagen. So. Unser nächstes Projekt, die Brücke. Mal gucken, wie lange sie braucht. Aber, bevor wir das bauen lassen, wird erstmal die Kapelle gebaut. Sonst warten wir wieder uns dumm und dämlich. Die schöne Musik. Atmosphärisch ist dieses Spiel einfach genial. In 2 Tagen können wir es aufpacken zocken. Nur so als kleiner Anhalt. Obwohl, warte, wenn diese Folge läuft,
Könnte es sogar sein, dass ich es gerade aufnehme. An dem Tag. Was fehlt denn hier? Steine. Sollte ich hier vielleicht jetzt... Wir haben echt einen Steinmangel, ne? Das ist echt... Muss ich noch einen in die Minen schicken? Nee, halt, wir haben nicht Steinmangel, so wie ich das sehe. Wir haben Leute, die es abtransportieren. Das ist unser größtes Problem gerade. Was haben wir denn hier? Reiner Eisen. Ach, das mit dem Stein ist aber echt... Komm, hier. Hier müssen wir eh alles abtragen. Dann mache ich mal hier so und so. Und dann auf, Party People. Vollgas voraus. Zwei Steine noch. Ah, das ist aber auch, weil der Weg so lang ist, denke ich mal. So, ein Stein noch, dann haben die es schon mal geschafft. Wenn denn irgendwann ein Stein kommt. Oh, es wird kalt, es wird kalt. In unserer kleinen Gemeinde. Machen wir fünffach. Das langt. Ich könnte auch schneller machen, aber das ist nicht atmosphärisch. Das ist scheiße. Das ist nicht so toll. Oh, oh, oh. Hier tut sich was. Das sind hier natürlich wieder keine Viecher, aber... Oh, doch, hier ist eine kleine Herde. Das heißt, das wäre auch Fleisch für uns. Pass auf, wir unter... Die Kapelle brechen, pausieren wir. Wir bauen erstmal unsere kleine Brücke, dass wir hier auch einen Übergang haben. Was können wir eigentlich hier, was haben wir eigentlich hier weiter Feines? Also, wir haben jedenfalls sehr viel Rohstoffe. Also Naturrohstoffe, ja, das ist echt cool. Und eigentlich auch eine recht schöne Gegend hier so. Das mit dem Fluss, so diese Teilungen, so kleine... Man könnte eigentlich immer sagen, dass das hier so kleine Gemeinden sind, ja? Hier ist eine. Könnte man hier wieder so eine kleine Gemeinde bauen. Das hier ist so das Urdorf mit der Schule. In der Eselskutsche wirst du dann abgeholt und musst dann hinfahren. Wo ist denn... Ach, da. Die Lager werden gar nicht benutzt. Vielleicht reiße ich auch das ab. Und mache, setz hier noch ein Haus rein. Das mache ich auch. Zack. Und... So, könnte noch mal ein Steinhäuschen bauen abholen. Nee, unser kleines Dörfchen, das bleibt erstmal so. Alles in schönen Holz. Und die anderen Dörfer, die mache ich denn... Wie rum machen wir den Eingang? So. Din, 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 din. Und direkt vor der Tür machen wir mal so einen kleinen Sandpfad hier. Das langt. Aber erstmal einstellen. Ich will erstmal, dass die Brücke fertig wird von uns. Für uns. Sind noch nicht alle Steine da, aber fast. Oh, unser Jäger. Sehr schön. Schon im vollen Gange. Wie viel Eisen wir haben. Vielleicht sollte ich hier eine Schmiede... Vielleicht wird das hier so unser Industriegebiet, in Anführungszeichen. Oh, was liegt da denn? Leder? Fleisch. Hier liegt Fleisch rum. Rippchen. Oh mein Gott, das Bambi. Oh, jetzt wurde es weggenommen. Haben sie gerade die Mami getötet? Oh mein Gott. Wooden Bridge. Gibt es hier nicht auch andere? Es gibt nur Tunnel. Was ich mich frage... Ach, Tatsache.
Da könnten wir natürlich... Kann auch natürlich auch was Stylisches machen. Zum Beispiel... Hier durch und dann ist man hier so. Sieht bestimmt auch cool aus. Dass man dann, keine Ahnung, hier so anfängt. Dann erstmal richtig... Hier mussten wir, auf der Höhe müssten wir anfangen. Dann kommt man hier so raus und haben so einen geilen Pfad durch die Berge. Ach, 364 Steine. Das ist natürlich eine Hausnummer. Na komm, zwei Steinchen noch. Meine Peonen. Peons. Aber mehr Jäger scheinen wir nicht zu gebrauchen, weil... 110 Leder haben wir mittlerweile. Brauchen wir das denn für irgendwas anderes noch? Für warme Kleidung. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich würde aber dann sagen, ich setze hier dann wirklich noch so ein Lager hin. Ah, ich musste hier einfach zwei hinbauen. Ihr habt es ja selber gesehen. Das war ja unbeschreiblich. Hier, guck mal, wie viel Korn und wir alles haben. Oh, die Brücke wird gebaut. Aber ich bin immer noch der Meinung, wir werden hier unseren Friedhof bauen, definitiv. Das war eine traurige Angelegenheit, aber... Oh, hier, ich rede gerade davon und wir haben unseren ersten Toten. Ja, hier kommt so unser kleiner Friedhof hin. Aber... Den habe ich eigentlich noch nie gebaut. Ich bin mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Na komm schon, was ist hier los, Leute? Ich baue das Ding zu Ende. So. Ach komm, wir bauen das Häuschen, lassen wir jetzt bauen. Das pausieren wir auch. Das ist nur vorweg. Ich weiß, man soll. Ich stelle die Sachen schon mal hin und drücke dann meist Pause, weil ich einfach für mich selber dann schon plane und dann entscheide ich immer spontan, was wir denn zu Ende bauen. Ups, das habe ich, glaube ich, voll gegen das Mikro gehauen. Verzeihung. So, was ist hier los? Die Kohle wird auch abgeschleppt. Ah, ich bin dafür, dass wir jetzt mal auf Stil umsteigen, weil mittlerweile müsste er ja theoretisch auch die Mats endlich mal haben, weil hier liegt ja auch Kohle jetzt drin. Und Eisen, 10. Aber wir haben noch gefühlte 4 Millionen Tonnen hier drüben. Im übertriebenen Sinne. Hier, 164 Eisen haben wir. Wenn ihr das nicht langt, dann weiß ich auch nicht. Hier so einen schönen kleinen sandigen Weg, direkt vom Häuschen. Jetzt wäre natürlich der Brunnen idealer hier gewesen, so neben der Kapelle. Das würde passen. Aber was sollen wir machen? Leben in der Lage. Hospital. Hier, macht's mitten in die Bäume und das ist in die Schwarzwaldklinik. Ja, auch hier in Gang gibt's diese Serie. Aber es würde natürlich schick aussehen, mitten im Wald, so eine kleine Klinik. Also ich stelle mir das schön vor. Wenn ich im Krankenhaus liegen muss schon, dann würde ich auch eine schöne Aussicht haben. Oder am Meer. Oder am See. Das ist ja... Oh, 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 oh. Machen wir mal das Fenster zu, hört ihr das? Meine Mütze! So. Aber wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, bauen den Tunnel zum Beispiel. Wo würdet ihr den Tunnel bauen? Vielleicht hier quer rüber? Vielleicht so? Das ist ein Tunnelsystem? Ich meine, es kostet zwar sehr viel Stein, aber dafür können wir auch die Minen bauen. So, wenn wir mehr Leute haben, baue ich auch eine Mine, die Kohle abbaut und vielleicht daneben eine, die Eisen abbaut. Das wäre natürlich auch ein Plan.
Oh, seht ihr. Jetzt kriegen wir auch die besseren Tools langsam.